Ahoi Kameraden und schön, dass ihr wieder eingeschaltet zu einer weiteren Folge U-Boat hier bei den Junkie Monkeys. Ich bin der Midway und wir sind mit unserem wundervollen U-Boat U39 wieder unterwegs in den nordischen Gewässern, könnte man quasi sagen. Wir haben eine neue Mission und zwar sollen wir, eigentlich sollten wir von vornherein, muss ich dazu sagen, hier in diesen Planquadraten in der Keltischen See erstmal kontrollieren und gucken, was wir gefunden haben. Jetzt haben wir natürlich eine Nachricht vom BDU gekriegt, dass da so ein kleines Schiffchen ist und das möchte ganz dringend versenkt werden. Ne? Das ist handelswichtige, kriegsentscheidende Güter. Das ist die Empire Storm und da machen wir uns jetzt auf den Weg hin. Deswegen, wir gehen jetzt AK auf die Maschinen. Soweit läuft alles ganz gut. Pershing, du könntest erstmal da bleiben, wo du bist. Ich habe die Route schon berechnet. Und dann würde ich mal sagen, wir machen Markette, damit wir da nochmal rankommen. Und unser geliebtes Vaterland glücklich machen können. So. So, per se werden wir erstmal das Boot abchecken. Nicht, dass es nachher böses Erwachen gibt. Abteile ist aber alles soweit in Ordnung. Die Maschinen, da ist jetzt wieder Krach ohne Ende. Erschreckt euch nicht. Aus weg. Aber hier läuft eigentlich alles. Es ist alles in Ordnung. Torpedos sind auch in Ordnung. Boah, es ist ein Krach jedes Mal da drin. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Wir haben nicht viel Zeit. Der Baum müffelt immer noch. Leider Gottes. Besteht. So, du gehst an die Kursbestimmung, Johanna. Und dann werden wir mal schauen, dass wir da mal rankommen an die Kiste. Oh, der hat aber Hackengas drauf, du. Abfangkurs berechnen. Bestätigt. Okay, da müssen wir aber einen harten Abfangkurs berechnen, um den noch zu kriegen. Ei, ei, Herr Kaloy. Dann wollen wir mal Hackengas machen jetzt, dass wir den noch kriegen. Im Dienst. Okay, Schichtwechsel. Sehr wohl, Herr Kaloy. Die kriegen wir. Ah. So müde. Was ist denn jetzt wieder los hier? So müde. Alle Maschinen stopp. Wie fährt denn der? Okay. Langsame Fahrt. Wir stoppen die Maschinen. Abfangkurs berechnen. Und Fahrt. Kurs setzen. Die werden wir jetzt erstmal abfangen. Irgendwann werden die sich ja mal zeigen. Wo sind die denn, die Schweines? Sehen wir schon was? Ist was zu sehen? Nichts zu sehen? Kleine Fahrt. Da sind sie. Wir sind nah dran. Okay. Da haben wir sie. Siehst du sie schon? Da ist noch nichts zu sehen. Kontakt in der Nähe, Konvoi SL. Okay, kleine Fahrt weiter. Schneller, schneller! Rein theoretisch gesehen müsste das doch passen. Kurs auf diese Koordinaten. Behaltet mal diesen Kurs bei. Okay, halt. Wie fahren die eigentlich? Vielleicht kann ich das ja schon mal anpassen. Die fahren anscheinend. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Die fahren so. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. Legen Sie den Kurs an. Dann nehmen wir diesen Kurs. Und gucken, dass wir da von der Seite reinkommen. Ah, die fahren doch ein bisschen anders, ne?
ist auch noch nichts zu sehen. Ich möchte jetzt auch nicht tauchen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Wir pirschen uns da jetzt erstmal ran. Die müssten jetzt eigentlich gleich kommen. Oder auch nicht. Okay, der ist hier irgendwo. Aber kein Mensch weiß wo genau. Okay. Wir hören uns mal um. Anscheinend ist der Konvoi nicht da, wo ich gedacht habe. Also. Wir gehen mal runter auf 50 Meter. Wir hören uns mal um. Alle Mann runter. Wir müssen uns mal umhören, wo die sein könnten. Wechseln auf E-Motor. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Da sind sie. Vermutlich ein Geleitzug. Da sind sie. Abfangkurs berechnen. Wir sind zu weit. Da sind sie. Und auftauchen. Wir tauchen wieder auf. 40. 20 Meter. So. Einmal umschalten auf rotes Licht. Dieselkompressor einschalten. Lenzpumpe einschalten. Opa an die Brückenwache. Und dann fahren wir da jetzt mal ran. Da sind sie. Da ist er, der Hühnerschreck. Also ich sehe sie schon, ich kriege aber keine Bestätigung auf der Karte. Sichtbarkeit 38%. Wieso kriege ich keine Bestätigung auf der Karte? Komisch. Wir sind bei 225 Grad. Ich sehe sie schon, aber du siehst sie nicht. Das ist hart. Kapitän? Das ist hart. Hier stimmt was nicht. Fahren wir mal ein bisschen ran. Alarm! Da sind sie. Feindlicher Zerstörer in Sicht. Alarm! Auf Gefechtsstation! Da sind sie. Jetzt haben wir sie gesehen. Oh, die kommen auch direkt auf mich zu, die Schweine. Wir werden mal kurz einen anderen Kurs einschlagen. Wohl oder übel. Legen Sie den Kurs an. Geschwindigkeit schneller, schneller. Groß machen und dann fahren wir mal weg hier. Ja. Entdeckt haben sie uns doch nicht. Was haben wir denn hier? Kleinzerstörer. So, okay. Wir gehen jetzt erstmal runter auf Seerohrtiefe. Auf Seerohrtiefe gehen. Jawohl. Herr Kaloy. Auf Seerohrtiefe. Alle Mann an die Verpflegungskisten. Motoren beladen, Schotten schließen. Wir gehen gleich in Kampfposition. Du holst dir nochmal schnell Kaffee. Du musst fit sein. Herr Kaloy? So. Umschalten auf blaues Licht. Johanna an den Funk. Meldung machen. Da sind sie. Kurs auf die
diese Koordinaten setzen. Bestätigt. Herr Kaloy, ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Vermutlich kommt noch einer. Da kommt noch einer. Oha. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Maschinen auf kleine Fahrt. Bevor die uns entdecken. Alle Maschinen stopp. Es muss einer an die Tiefensteuerung. Ja, wir sind gut sichtbar. Was sieht man denn so gut bei uns? Torpedo-Instandhaltung ist klar. Lärm an der Oberfläche. Oh, Kreise, guck, was ist noch alles an? Herr Kaloy? Komm raus, 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 raus. Wir müssen jetzt ruhig bleiben. Also, guck, was aus? Alles aus! Was? Wie kann das sein, dass er mich entdeckt hat? Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Kacke. Wie tief ist das hier? Abfallen lassen, abfallen lassen. Auf. Runter auf Tiefe gehen, runter auf Tiefe. Runter auf Tiefe. Oh, 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 oh. Runter auf Tiefe. Ganz schnell. 20 Meter. Alarm abgebrochen. Alle Schotten schließen. Auf Alarmposition gehen. Eingehende Funktelegramm. 40. Fallen lassen, fallen lassen. Auf runter auf 40 Meter. Das kann doch nicht sein, dass der mich so schnell entdeckt hat. 60. Ach du Scheiße, das ist ja wieder ein Riesenkonvoi, ne? Das kann natürlich wieder was werden jetzt hier. Da wegzukommen. Na gut. Okay. 70. Ruhe im Boot. Alle Schotten schließen. Alle Schotten sind geschlossen. Alle auf Alarmbereitschaft. Herr Kaloy? Bestätigt. 90. Okay, Freunde. Dann werden wir mal schauen, wie das weitergeht. Das ging ja wohl anscheinend rapide stark gerade hier in die Hosen. Und das könnte äußerst interessant noch werden. Ich hätte nicht gedacht, dass die uns so schnell entdecken. Okay, Herr Kaloy, ich sage. Ich habe eine große Gruppe von Schiffen festgestellt. Auf jeden Fall Tschüss. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.